Das mache ich, wenn ich irgendwann Zeit dazu habe. Irgendwann werde ich auch auswandern oder auf einem Hof auf dem Land leben. Irgendwann werde ich ein Instrument spielen lernen. Im Moment geht das nicht. Die Arbeit, die Kinder, die Gesundheit und überhaupt. Und vor allem überhaupt. Gehört ihr zu denen, die darauf warten, dass euer Leben irgendwann anfangen wird? Denn so wie es jetzt läuft, habt ihr es euch ganz bestimmt nicht vorgestellt. Hallo und willkommen bei Autark Woman. Ich lebe ein glückliches Leben hier auf unserem Hof in Norwegen am See in den Bergen. Ich bin Künstlerin und Autorin und ich bin Selbstversorger. Und während ich euch von meiner Art zu leben erzähle, werde ich euch Bilder aus meinem Leben zeigen. Und im Moment ist es sehr, sehr viel Garten. Bäume pflanzen, denn hier gibt es noch nicht so viele Obstbäume oder eigentlich gab es gar keine. Letztes Jahr habe ich ein paar gepflanzt. Die, ja, den Garten bepflanzen und Kraut und alles, was so anfällt. Und Kartoffeln häufeln und so weiter. Und aber auch meine Kunst und auch ein Besuch meiner Familie. Das würde ich auch gern machen. Ich würde so gerne ein Instrument spielen können. Und Zeit für mein Hobby hätte ich gern. Aber bei meinem Leben geht das nicht. Die Arbeit, die Kinder, all diese Verpflichtungen. Ich höre diese Sätze so oder so ähnlich immer wieder. Menschen, die darauf warten, dass ihr Leben anfängt, die träumen von einem besseren Leben, denn so wie es jetzt läuft, läuft es zwar, aber wirklich glücklich sind sie damit nicht. Ja, es geht, es ist okay, aber ich würde ja gerne das und das machen. Wenn ich älter werde, mache ich das. Wenn ich in Rente bin, mache ich das. Dann ist Zeit dazu. Und wenn es dann soweit ist, dann kommen folgende Aussagen. Jetzt bin ich zu alt dafür. Nein, jetzt noch so eine große Veränderung, das geht nicht. Oder das möchte ich nicht. Und dann träumen sie weiter. Und sie bereuen, nicht schon viel früher eine Veränderung vorgenommen zu haben. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Das Leben hat schon angefangen. Ihr seid schon mittendrin. Das ist euer Leben. Es gefällt euch nicht? Das ist eine andere Sache. Und das lässt sich ändern. Man muss die Veränderung natürlich herbeiführen. Aber es lässt sich machen. Es ist aber mit viel Aufwand und auch mit Abstrichen verbunden. Und wie es dann läuft, das ist ja auch ungewiss. Ja, das war für uns, die diese Veränderung in unserem Leben schon gemacht haben, auch so. Veränderung bedeutet erst einmal eine gewisse Ungewissheit. Und es kann auch passieren, dass es erstmal schlechter wird als vorher. Doch all das weiß man nicht, wenn man es nicht ausprobiert. Ich spreche ausführlich über das Thema Veränderung muss man selbst herbeiführen in einem Video meines Videokurses Weg ins Glück. Wer also tiefer eintauchen möchte, kann das dort tun. 25 Videos zum Thema glücklich leben erwarten euch in meinem Kurs. Wir hatten Besuch von meiner Familie. Mein Bruder mit Frau und Kindern und meine Mama waren hier. In der Zeit habe ich im Prinzip nichts geschafft im Garten. Aber wir haben halt eine schöne Zeit verbracht, obwohl es das Wetter sehr durchwachsen war. Es war wirklich kalt, also ja, 12, 13 Grad und es hat geregnet und ja, aber wir haben das Beste draus gemacht und haben Ausflüge gemacht und sonst einfach eine schöne Zeit miteinander verbracht. Ich muss euch ja auch mal filmen Was hier. geht ab da unten? Thank you.
Ich lebe meine Träume, auch wenn ich damit keine großen Sprünge machen kann, da ich chronisch krank bin. Ich bin glücklich, obwohl ich ein sehr begrenztes Leben führe. Ich verlasse unseren Hof nur ein paar Mal im Monat. Zweimal zum Einkaufen und dann noch ein oder zweimal, um in der Natur filmen zu gehen. Für mehr reicht meine Kraft nicht. Sonst bin ich zu Hause und arbeite auch von zu Hause aus, da es mir anders nicht möglich ist, aus gesundheitlichen Gründen. So, für dieses Jahr habe ich jetzt alle Büsche und Bäume hier eingepflanzt. Ich habe noch einen Baum, den muss ich woanders einpflanzen. Ich glaube, der wird ziemlich groß. Den möchte ich hier nicht haben, dass der so alles beschattet. Klar, man kann die beschneiden, aber wenn es ein Hochstamm ist, ist es besser. Man lässt ihn ein bisschen besser wachsen. Ja, sieht ganz gut aus. War aber auch ein Haufen Arbeit. Ich habe mir mein Leben mit der Zeit für mich so eingerichtet, dass es mir trotz meiner Einschränkungen so gut wie möglich geht. Dafür bin ich sogar nach Norwegen gezogen und habe mal wieder ganz von vorne angefangen. Wieso mal wieder? Ich werde euch irgendwann in einem Video mal meine ganze Geschichte erzählen. Hier führt es jetzt zu weit. Ich mache das Beste aus jeder Situation. Ich priorisiere die Dinge, die ich gern machen möchte und lasse dafür dann andere Dinge liegen. Hier ist nichts fertig. Es gibt noch so viel zu renovieren und zu machen. Doch wenn ich mich nur darum kümmern würde, damit es endlich fertig und perfekt ist, dann hätte ich erst in vielen Jahren Zeit für die schönen Dinge im Leben. Oder nie, denn es wird immer wieder etwas zu tun geben, etwas zu verbessern geben. Ein Hof ist nie fertig. Ja, und Probleme gibt es auch immer mal wieder auf so einem Hof. Ja, das ist also erstmal hat Andreas sich das Brustbein gebrochen vor etwa 2 Monaten. Brustbein, also nicht Schlüsselbein oder Rippen, sondern wirklich das Brustbein hier nach einem Sturz. Das ist jetzt mittlerweile ungefähr 2 Monate her. Ja, und in den 2 Monaten konnte er natürlich im Prinzip nichts machen. Kann er auch immer noch nicht. Das heilt sehr langsam. Ja, also es gibt Leute, bei denen das heilt er schnell. Wenn man jünger ist, natürlich, er ist nicht mehr der Jüngste. Und dann kann es auch so Komplikationen geben. Das heißt, also wir wissen noch nicht so genau, wann er wieder in irgendeiner Form einsatzfähig ist. Das heißt also, alles, was wir so geplant haben hier diesen Sommer, wir haben ja eine Grabmaschine gekauft letztes Jahr, die leicht defekt ist, was er noch reparieren muss. Und im Winter war Schnee, es ging sowieso nicht. Und er hat Vollzeit gearbeitet. Es war also nicht nur Vollzeit, sondern jede Menge Überstunden im Winter, weil es einfach mit dem Schnee überall ist. Also es dauert ewig, bis man dann irgendwelche Dinge, er ist Lieferfahrer hier in Norwegen. Und ja, dementsprechend, als er dann loslegen wollte, hatte er diesen Sturz. Und danach konnte er sich im Prinzip gar nicht mehr bewegen. Ich musste ihm auch am Anfang die Haare waschen, alles. Also das geht jetzt schon ein bisschen besser, aber er kann sich halt nicht vorbeugen. Oder alle Bewegungen, die, also er kann gehen, aber alle Bewegungen, die in irgendeiner Form hier stattfinden, die gehen halt nicht. Und dementsprechend kann er natürlich nichts auf dem Hof machen. Und alles, was wir machen wollten, wir wollten hier baggern, wir wollten das hier größer machen, weil das so eng ist. Wir wollten jede Menge Gräben buddeln. Wir hatten unglaublich viel vor für diesen Sommer. All das muss jetzt warten bis nächstes Jahr. Das können wir nicht ändern, das ist so. Wir machen trotzdem das Beste draus. Wir leben hier unser glückliches Leben und machen stattdessen andere schöne Dinge. Wir sind ein bisschen rumgefahren und ja, einfach ein bisschen Norwegen genießen. Ich habe hier natürlich trotzdem viel gemacht, weil alles bleibt natürlich jetzt komplett, alles an mir hängen, aber so ist das nun mal. Ich mache meinen langsamen Stremel weiter. Und das nächste Problem, wenn ihr euch erinnert, als ich am Anfang, bin ich alleine hergezogen, wir haben einen Brunnen, der liegt da ganz oben.
Das ist ein alter Brunnen und der war mit Campylobacter Bakterien verseucht. Das habe ich dementsprechend rausgefunden, indem ich das Wasser getrunken habe und ziemlich krank wurde. Und die Ärzte haben das dann festgestellt. Das heißt also, die Brunnensanierung, das hätte sich nicht gelohnt. Das Oberflächenwasser fließt rein. Das ist eigentlich mehr ein Bassin als ein Brunnen. So, wir haben eine neue Brunnenbohrung machen lassen damals. Und das hat auch super funktioniert. Und ich habe damals gesagt, so, wir machen jetzt da unten eine Abzweigung im Keller, sodass wir trotzdem noch, wenn wir wollen, den alten Brunnen wieder anschließen können. Für Sicherheitsfälle. Jetzt ist der Sicherheitsfall da. Wir haben jetzt seit fast 2 Wochen den alten Brunnen in Gange, denn die Pumpe in dem neuen Bohrloch steht. Ich hatte hier Elektriker und auch der die Pumpe eingebaut hat. Ja, neue Pumpe muss her, da warten wir jetzt drauf und glücklicherweise können wir den alten Brunnen benutzen. Das Wasser kann man allerdings nur zum sich waschen verwenden. Alles andere muss man es abkochen. Also es ist klares, sauberes Wasser, es schmeckt super, es sind halt nur Campylobacter Bakterien drin. Das heißt also, man muss alles abkochen für alles, was in irgendeiner Form in den Mund geht. Zähne putzen, trinken sowieso und kochen, alles muss abgekocht werden. Und der Grund, warum ich hier stehe vor dem Wohnwagen, ist, dass das Bohrloch für den neuen Brunnen natürlich unter dem Wohnwagen ist. Und es gibt keinen anderen Platz für diesen Wohnwagen, weil hier so wenig Platz ist. Und das ist halt das, was wir auch ändern wollten. Wir wollten halt auch für den Wohnwagen irgendwo einen Platz graben mit unserem neuen Grabmaschinen. Aber all das muss warten. Und jetzt, wenn wir die dann kommen, um die Pumpe auszutauschen, müssen wir halt den Wohnwagen wegziehen, ein Stück da oben parken, zwischenparken und danach direkt hier wieder hinschieben und währenddessen dann irgendwie die Autos da in Einfahrt parken für den Fall, dass alles nicht so ganz so schnell geht und es doch ein paar Tage dauert, damit wir dann auch vom Hof kommen. Ja, so ist das. Die Probleme reißen nicht ab, wenn man einen Hof hat. Wenn man immer darauf warten möchte, dass alles fertig ist und dass alles perfekt ist, dann wird man nie glücklich. So, wir leben einfach hier in den Tag hinein, dann im Hier und Jetzt, nicht in den Tag hinein, aber im Hier und Jetzt und machen das Beste daraus. Man muss dann einfach ruhig und gelassen bleiben, weil sich ärgern ändert daran ja nichts. Und ich verbringe so wenig wie möglich Zeit am Handy oder am Computer. Es sei denn, ich arbeite. Denn die Zeit, die für Scrollen in sozialen Medien draufgeht, die nutze ich lieber, um ein neues Sandbild zu malen. Ich nutze das Hier und Jetzt und verschiebe das, was mir wichtig ist für ein glückliches Leben, nicht auf morgen oder auf später im Leben. Dafür verzichte ich auf Perfektion um mich herum und vergeude meine Zeit nicht mit unwichtigen Sachen, wie zum Beispiel Scrollen im Internet oder damit eine Talkshow nach der anderen zu sehen. Wenn du mit deinem Leben nicht zufrieden bist, so wie es heute ist, dann ändere es. Ich bin mir bewusst, was mir im Leben wichtig ist und wie ich leben muss, um Zeit und Energie für das zu haben, was mir persönlich wichtig ist, was mich persönlich glücklich macht. Und du?